Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisch 21 Masons Let's Plays und Crazy Talk Videos, ja. Es wird jetzt eigentlich eine kurze Info in diesem Video stattfinden, das ist nämlich genau jetzt und ja, das Video, was ich jetzt für mein Leben Story Projekt jetzt gleich starten wird, wurde vor über einer Woche aufgenommen und eigentlich schon fertig gerendert, aber nicht hochgeladen. Hab halt keinen Bock gehabt, eine Woche lang YouTube zu machen, also YouTube-Videos überhaupt zu machen. Ist eben so, man macht es hobbymäßig und da kann es immer passieren, dass man ein paar Tage keine Videos macht oder einfach mal eine ganze Woche keine Videos macht. Das hängt eben in der Laune auch von ab und meine Laune war in dem Fall nicht so gewesen, dass ich jetzt Bock hatte, irgendwie Videos draus zu machen. Wem es nicht passt und deabonniert hat, ja. Die haben es eben getan. Was soll man machen, Alter? Wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich eben keinen Bock. Und wer da keine Geduld hat, bis ich wieder Videos mache, der hat eben Pech. Aber hey, Leute. Wer nicht Pech hat, sind die, die mich nicht abonniert haben, sondern mich immer noch abonniert haben, beziehungsweise bleiben, weil sie mit mir Geduld haben und mich mittlerweile hier auch kennen. Also Leute, let's go! Und hallihallo liebe Leute! Ich bin Akumisch21, mach Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Ja, ich würde mal sagen, es wird jetzt endlich mal Zeit für ein Mein Leben, die Story. So nenne ich es, Mein Leben, die Story. Und ich nehme jetzt gerade die ganze Mikrofon-Soundaufnahme auf Audacity auf, denn so ist es am gemütlichsten. Und nebenbei habe ich mir gedacht, komm, mache ich nebenbei einfach mal das Video an, was ich nebenbei am Gameplay gespielt habe, denn das läuft jetzt gerade bei euch mit. Und ja, über was erzähle ich euch denn jetzt mal? Welche Story wäre am interessantesten? Wann ich eigentlich angefangen habe mit YouTube, ne? Da habe ich schon so überlegt gehabt. Was heißt überlegt gehabt? Wir gehen mal 10 Jahre zurück, wo es YouTube noch nicht so krass bekannt war. Und ja, in dieser Zeit habe ich mir mehr so Videos angeschaut, wo so mehr lustig waren. Das war so die Zeit gewesen, die Außenseiters anzuschauen. Da gab es zwar auch schon ein paar Vlogs und sowas anzuschauen, die waren aber jetzt nicht ganz so interessant für mich gewesen. So, und ja, dann habe ich natürlich öfters mir auch mal Musikvideos oder einfach so Musik da angehört gehabt in YouTube. Heutzutage ist es mehr der Fall, dass ich in YouTube mir mehr Let's Plays oder Hardware-Videos anschaue. Ja, im Prinzip schaue ich mir jetzt öfters Hardware-Videos an. Auch immer mal wieder ab und zu Let's Plays, klar. Und warum habe ich eigentlich mit YouTube angefangen? Klar, ich habe gesagt, wir gehen 10 Jahre zurück, 2009. Da habe ich den Kanal, sagen wir mal, erstellt gehabt.
Aber ich habe im Jahr 2009 noch nicht angefangen gehabt. Das Einzige, was ich mal gemacht hatte, als damals noch nicht die GEMA noch nicht bekannt war oder existiert hat im YouTube, da habe ich dann Musik hochgeladen oder mal ein paar witzige Sachen hochgeladen, wie zum Beispiel irgendwas mit Eminem oder sowas, wie der in Filmen kurz gebabbelt hat, was aber leider nach ein paar Jahren von der GEMA leider gesperrt wurde oder sogar noch gelöscht wurde. Was natürlich kacke ist, aber ist eben leider heute so, mit den Urheberrechtsverletzungen da. Beziehungsweise das Urheberrechtsschutz und ja. Wann habe ich dann genau angefangen? So 2010, 2011 dann. Das war so ungefähr 2010. Obwohl, das war glaube ich fast Ende 2010 ungefähr. Also so richtig habe ich mit YouTube erst angefangen gehabt. Ich glaube Oktober so langsam. Nachdem meine Ex mich verlassen hatte. Und da habe ich dann angefangen gehabt, crazy Unterhaltungsvideos zu machen. Ich war verrückt drauf und so. Ja, ich war schon verrückt drauf. Klar, heute bin ich es immer noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so krass wie früher. Und ja, ich habe dann dann nach einer Zeit auch noch angefangen gehabt, die Songs zu machen, also Websongs. Und im Prinzip war ich eigentlich anfangsweise meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, eigentlich grottenschlecht. Für die Anfangsweise mit den Websongs, aber ich muss sagen, nach der Zeit, nach den ganzen Jahren, ist es viel besser geworden. Krass. Das war dann erstmal das Erste, was da erstmal mein Hobby war, so crazy Unterhaltungsvideos zu machen und Websongs. Und dann 2013, Leute, 2013, da fing es dann an, mit Let's Plays. Wieso fing das mit Let's Plays überhaupt an bei mir? Durch einen bekannten Let's Player im YouTube, Herr Mr. Saraza, beziehungsweise Valentin, oder auch Walle genannt. Der ist dann mein allererster richtiger Lieblings-YouTuber geworden für Let's Plays. Und ehrlich gesagt schaue ich den heute erstmal momentan so gut wie gar nicht mehr an, weil der erstens kaum mehr Let's Plays macht, und wenn er welche macht, dann meistens eher welche Spiele, die mich jetzt nicht so interessieren, nicht so toll. Und jetzt sagen aber eigentlich die eigentliche Frage, warum ich überhaupt mit angefangen habe. Mit YouTube überhaupt. Ja. Wieso habe ich überhaupt damit angefangen? Ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Ja, ich habe dann gedacht hier. Komm, ich habe Willi Vlogs gesehen, wo die Leute, was ich sagen, jo Rugo, ich hab mir die Klamotten gekauft, oder was ich erzählen über Liebe, Schmerz, Traurigkeit, Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Und oder Pranks zum Beispiel. Und ich hab mir dann gedacht, hey, mach du mal etwas komplett anderes. Zwar auch schon erzählen, was du so machst und so, was Neues so gibt, aber in einer mehr verrückten Art und Weise. Und dann, in dem Fall, konnte ich im Prinzip
mit den Unterhaltungsvideos eigentlich eher nur richtig mit anfangen, war ich dann erstmal von meinem Vater bzw. meiner Stiefmutter meine erste Digitalkamera geschenkt bekommen habe. Mit einer SD-Karte noch. Damals 2009 geschenkt bekommen. Klar, 2009 habe ich zwar schon so Videos gemacht, aber nicht hochgeladen. Sondern einfach so aus Spaß einfach mal so Videos aufgenommen, unterwegs und sowas. Nichts hochgeladen oder so, einfach private so. Und später habe ich die dann für YouTube dann benutzt. Dann habe ich die irgendwie aufgestellt, so dass mich mal sehen konnte und so. Dann habe ich gelabert, hier um leckeres Bier und sowas. Und dann gab es sogar noch so eine Zeit gewesen, ein paar Monate, wo es sogar, ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube das war 2012 sowas, wo ich ein paar, sagen wir mal, Besowski-Videos gemacht habe, wo ich auf der Couch lag und so halb besoffen war, besoffen und so, ich gehe aber jetzt gleich pennen und so. Aber wenn ihr jetzt denkt, oh, er hat so welche Videos gemacht, da will ich jetzt schauen, ich will jetzt wissen, wie diese Videos aussieht. Da könnt ihr lange suchen. Ich habe die gelöscht. Wieso habe ich die gelöscht? Weil das unter aller Sau vor allem erstens war. Und zweitens, Alter. Zweitens, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich meine, klar, so her hätte man auch bekannt werden können und haufenweise Abonnenten dazu bekommen können, aber wenn ich jeden Tag mich besoffen machen würde, Junge, das wäre schlecht für meine Leber. Und zweitens, ja, wie sagt man, zweitens einfach scheiße, YouTube so mit anzufangen. Aber schon krass, wie dieses Ganze überhaupt entwickelt hat. Andere würden jetzt sagen, Alter, du redest so, als wärst du jetzt, was weiß ich, 200.000 Abonnenten und so. Wie dieses Ganze, weil ich davon laber, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Kann man doch trotzdem sagen. Egal, ob man jetzt großer YouTuber ist oder sonst oder so oder eben nur ein kleiner YouTuber ist. Ich hab trotzdem, beziehungsweise es macht trotzdem schon ganz schön lange YouTube. Und das die ganze Zeit hobbymäßig, ohne einen überhaupt einzigen Cent oder so davon zu verdienen. Einfach alles kostenlos für die Leute, die sich auch gerne anschauen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gerade überhaupt aufnehme. Scheint aber, ja, fast 12 Minuten zu gehen. Krass. Wow. Gut, Leute, dann war es erstmal ein bisschen. Mein Leben, die Story, und ja, ich würde sagen, ja, das war's. Ich bin raus. Bis dann, euer Kumsi 21. Yeah!